100 Zuschauer konnten den 1:0 Heimerfolg der Kickers Offenbach gegen Gießen live im Stadion bejubeln. Wäre es nach den Behörden gegangen, wäre es gar keiner gewesen. Der Club hatte jedoch beim Verwaltungsgericht einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt und schließlich mit einem Kompromiss Erfolg gehabt. Ja, angesichts dessen, was sich um uns herum hier abspielt, ob das jetzt Flohmärkte sind, Gastronomie, Kinos, Theater, haben wir das als unverhältnismäßig angesehen und haben dann eben beim zuständigen Verwaltungsgericht Darmstadt dementsprechend einen Antrag eingereicht. An dieser Stelle ist es eben so, dass wir der Meinung sind, dass es nicht sachorientiert ist, sondern vielleicht auch irgendwie Zeichen setzen wollen. Denn wenn Sie sich hier bei uns hier umschauen, dann geht es jetzt nicht darum, dieses Stadion hier voll zu kriegen. Und dennoch, ein Restrisiko bleibt und bei nur 100 Zuschauern kann der finanzielle Faktor doch gar nicht so groß sein, oder? Wir finanzieren uns auch ausschließlich aus Zuschauereinnahmen und den daher eingehenden Werbeeinnahmen. Also wenn Sie es praktisch runterbrechen wollen, dann haben wir seit März quasi einen Lockdown. Also wir sind wie ein Restaurant, das zwar kochen darf, aber niemand die Speisen servieren darf. Dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, ist, glaube ich, jedem Einzelnen klar. Aber das nur so ganz, ganz außen vor, einfach mal, um unsere Lage zu verdeutlichen. Uns ist letztendlich deshalb auch das so wichtig, weil wir selbst bei mir 250 Zuschauern zumindest mal unsere wichtigsten Partner, die das meiste Geld uns geben, zumindest mal in Gegenleistung erbringen können. Die Argumentation durchaus nachvollziehbar. Doch was heißt dieser Beschluss jetzt für die nächsten Spiele? Das bedeutet erstmal für die Zukunft jetzt nicht wirklich was, weil das war jetzt bezogen auf das eine Spiel. Das bedeutet für uns halt grundsätzlich, dass man zunächst einmal unserem Gedanken stattgegeben hat, dass das Gericht ja bestätigt hat, dass diese Unterlassungserklärung so nicht rechtens war. Und ich hoffe, dass wir jetzt eine bessere Grundlage haben, um mit den Behörden dann zu diskutieren. In Hessen gilt im Moment grundsätzlich die Regel von 250 Zuschauern bei Veranstaltungen. Das Gericht entscheidet nun in einem Urteil noch darüber, ob das auch in Offenbach Anwendung findet und damit die Entscheidung der Stadt kippt. Der 100-Fans-Kompromiss für das Spiel gegen Gießen stimmt optimistisch. Für sich selbst konnten die Kickers schon etwas bewirken, doch der Club will damit auch für den gesamten Fußball ein Zeichen setzen. Na, grundsätzlich wünsche ich mir, dass alle Maßnahmen, die getroffen werden, auf Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit vorher geprüft sind, dass man sich darüber Gedanken macht und nicht reinen Populismus betreibt und dann gewisse Branchen einfach mal ins Abseits stellt, nur weil es vielleicht populär ist gerade. Vielleicht hat der Regionalligist damit eine Lawine losgetreten, die auch die Großen erfasst und den Gerichten einen Stapel von ähnlichen Anträgen beschert.